Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute schauen wir uns mal 10 schöne Wendungen für Fortgeschrittene an und fortgeschritten bedeutet C1 oder C2. Los geht's! Und bevor wir beginnen, Leute, nicht vergessen, schreibt wieder ein paar schöne Beispielsätze unten in die Kommentare. Ich schaue mir die dann wieder an und korrigiere eure Fehler. Gut, beginnen wir mit Nummer 1. Nummer 1 ist jemandem im Weg stehen. Das kann bedeuten, dass man wirklich einer Person im Weg steht, also dass man sie behindert, oder auch, dass man ihr Vorhaben blockiert. Zum Beispiel, er wollte die Beförderung, aber sein Kollege stand ihm im Weg. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass der Kollege vor ihm stand und er nicht laufen konnte, sondern wahrscheinlich hat sein Kollege die Beförderung bekommen und nicht er. Noch ein Beispiel, ihre Vergangenheit steht ihr immer wieder im Weg. Wahrscheinlich gibt es hier ein Verhalten, das sie wieder und wieder wiederholt und deshalb kann sie ihr Ziel nicht erreichen. Sie steht sich also selbst im Weg. Dann haben wir die schöne Wendung gegen den Strom schwimmen. Wenn ihr euch einen Fluss vorstellt, dann hat er immer einen Strom, das heißt, er strömt in eine Richtung. Jetzt könnt ihr euch vielleicht schon denken, was es bedeutet, wenn man sagt, jemand schwimmt gegen den Strom. Es bedeutet im Allgemeinen eine andere Meinung als die Mehrheit haben oder auch eine unpopuläre Meinung haben. Zum Beispiel, er schwimmt immer gegen den Strom und macht nie das, was man von ihm erwartet. Oder sie ist gegen den Strom geschwommen, indem sie eine alternative Therapie gemacht hat. Alle Menschen machen also eine Therapie bei ihrem Problem. Sie hat eine alternative Therapieform gewählt. Sie schwimmt also gegen den Strom. Dann haben wir am Puls der Zeit sein. Das bedeutet, aktuell, modern und gut informiert über aktuelle Trends und Entwicklungen sein. Zum Beispiel, die Firma ist wirklich am Puls der Zeit, wenn es um Technologie geht. Oder sie ist immer am Puls der Zeit und kennt alle aktuellen Modetrends. Dann haben wir eine sehr gebräuchliche Kombination, jemanden auf dem Laufenden halten. Das bedeutet, jemanden regelmäßig informieren. Zum Beispiel ganz einfach, ich halte dich auf dem Laufenden. Das heißt also, wenn es neue Informationen gibt, dann werde ich sie dir mitteilen. Oder sie hält ihre Kunden stets, also immer, über aktuelle Angebote auf dem Laufenden. Dann haben wir sich etwas auf die Fahne schreiben. Ich hoffe, ihr wisst, was eine Fahne ist. Wenn nicht, das hier ist eine Fahne. Das bedeutet so viel wie sich für eine bestimmte Sache engagieren. Zum Beispiel, die Organisation hat sich den Umweltschutz auf die Fahne geschrieben. Oder er hat sich auf die Fahne geschrieben, die Bildung in seinem Land zu verbessern. Dann haben wir hier auch eine sehr schöne Wendung, die man auch sehr gut im Alltag benutzen kann. Etwas auf Eis legen. Das bedeutet so viel wie etwas vorübergehend, also temporär, stoppen oder pausieren. Zum Beispiel, wir müssen das Projekt vorerst auf Eis legen. Oder aufgrund von Finanzproblemen wurde die Initiative auf Eis gelegt. Dann haben wir sich in Szene setzen. Das bedeutet so viel wie sich auffällig positionieren, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Zum Beispiel mit ihrem extravaganten Outfit setzte sie sich wirklich in Szene. Oder er setzt sich immer in Szene, wenn der Chef im Raum ist. Dann haben wir etwas für bare Münze nehmen. Das bedeutet so viel wie etwas wörtlich oder ernst nehmen, ohne es zu hinterfragen. Du solltest seine Aussage nicht für bare Münze nehmen. Man könnte also auch sagen, du solltest seine Aussage nicht so ernst nehmen.
Oder sie hat das Gerücht für bare Münze genommen und war dann enttäuscht, als es sich als falsch herausstellte. Ein Gerücht ist so ein bisschen so etwas wie eine Theorie. Ja, viele Leute reden darüber und sagen es, man weiß aber nicht, ob es stimmt oder nicht. Das ist so ein bisschen wie Gossip. Dann haben wir noch einen zusätzlichen Schritt gehen. Das bedeutet, man tut mehr als eigentlich nötig oder erwartet war. Zum Beispiel, sie ist bereit, einen zusätzlichen Schritt zu gehen, um ihre Kunden zufriedenzustellen. Oder er ging den zusätzlichen Schritt und half seinen Kollegen auch am Wochenende. Eins haben wir noch und das ist auf ganzer Linie scheitern oder versagen. Das bedeutet komplett oder total versagen. Zum Beispiel, das Projekt ist auf ganzer Linie gescheitert. Oder bei der Prüfung hat er auf ganzer Linie versagt. Alles klar, Leute, dann kommt jetzt noch ein kleiner Test für euch. Ihr seht jetzt immer eine von diesen Wendungen und habt dann drei Optionen, A, B oder C. Und hier sollt ihr bitte das Synonym suchen. Das heißt, welche von diesen Antwortmöglichkeiten A, B oder C hat ungefähr die gleiche Bedeutung wie die Wendung? Alles klar, ich hoffe, das hat dann gut funktioniert und ich freue mich natürlich auf eure Beispielsätze unten in den Kommentaren. Gut, dann wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, Leute, lasst ein Like da. Ihr wisst, das hilft meinem Kanal total weiter und wir sehen uns schon bald mit einem neuen Video wieder. Macht's gut, Leute, adios.